Gib den, Digga! Gib den, Digga! Hä? Oh. Drop it. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Koboldküsten. Warte mal, stopp. Ich muss natürlich meine Hauptquest hier wieder abmachen. Die Insel ohne König. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu der Insel ohne König. Ui. Ui, der hat sich spannend an, auf jeden. Ui, Memo, guck mal, ui. Muss mal hier Licht machen. Da sind wir doch. Da ist er doch. Hobalt Küstenland. Schön. Oh Gott, was geht? Tschugutschugs Nauram Stisselala. Messes König. Das du hier bist ist der das. King, Bruder. Kuss. Das hier ist der King. Das hier ist das Kobalt-Küstenland. Wie du siehst, erstrecken sich hier das Meer und der Himmel, soweit das Auge reicht. Wasser-Pokémon oder vielleicht jene vom Typ Flug. Gosh, ich bin ja so aufgeregt. Er will mal mit seiner Kamera, der irre Mann. Boah, Digga, du hast ja echt Kopf kahl rasiert. Ja, ich hab Kopf kahl rasiert und Dings. Hut auf dem Kopf vom Pikachu. So, stopp. Erstmal, bevor wir hier loslegen, mache ich mein Lager hier ein bisschen sauber. Das neue Insel ist immer wild. Weg. Brauchen wir auch nicht. Kann auch weg. Den Pokéball knallen wir dahin. Kann weg. Das auch erstmal weg. So, dann machen wir uns erstmal hier. Warte mal, welche Bälle habe ich gerade? Ich habe Superbälle, ich habe Pokebälle, ich habe Schwerbälle, Federbälle auf jeden Fall. Wenn er Federbälle knallen wir uns auch ein paar rein. 11 Stück. Eigentlich zu wenig. Okay. Okay. Wie lief's mit dem Auto? Er lief ganz gut. Ich habe ein Angebot bekommen. Und in 4 bis 6 Monaten würde das Auto am Start sein. Wenn es da ist, ist es da. Wir schauen erstmal, ne? So, ich bin hier ein bisschen im Headglitch, wenn ich so chill, ne? Ja, ich muss mal ein bisschen Camp runter machen. So ist besser. So. Mit dem starten wir hier noch kurz. Okay. Digga, diese Insel sieht so schön aus, Digga. Yeah. Boah, die Musik ist so schön, Digga, heftig. Das Schöne am Flötenspiel ist das Gefühl, sein Klang könne jede Entfernung überbrücken. Also sie will kämpfen? Komm, ich fetz dich weg. Wer bist du, Lack? Oh! Sie Glaziola. Digga, so schön, Alter, Glaziola. Auch Evoli. Warte, stopp. Erstmal Glaziola wegknallen mit den. Ist das Eis Glaziola? Ja, ne? Ja. Okay, dann einfach mal Aeoras reinknallen. Du kannst auch, wenn du X drückst auf der Attacke, ne, dann siehst du auch, ob effektiv oder nicht. Ach was, echt?
Ja, Mann. Mach mal gleich, check das mal ab. Oh, Evoli, wie süß. Ruckzucki. Tschüss, drückt Damage. Volltreffer, ja, okay. Eisstrahl, ja, ich bin am Arsch. Arbor ist doch weg. Aber all Gucci, wir haben ja noch Bojelin. Ne, warte, warte, gegen Eis wäre am besten Feuer, habe ich aber nicht. Guck, du siehst ja rechts auch effektiv. Ja, ja, ich sehe gerade, ja. Hier, Georock, bester Mann, Digga. Der ist einfach der King. Georocks King. Guck jetzt. Fetten Walzer in ihr Gesicht. Hau rein. Komm. Was will Evoli gegen Georock Level 37 anstellen? Ruckzuck. Drück einfach 13 Damage. Küss doch dein Herz. Ja. So, knallen wir hier nochmal die Dampfwalze in Evolis Gesicht, dann passt das. Und Schuss. Was geht ab, Deshi? Ah! Ich kann mein Dings entwickeln, sehe ich gerade. Das wird sowas von jetzt gemacht. Dein was? Mein Luxio zu Luxtra. Ah. Ich hab das extra aufbewahrt, damit ich das im Stream mache. Sag ich so, wie es ist. Ich hab das schon vergessen, Alter. Jetzt kann ich schon seit Level 30 entwickeln, das ist wahrscheinlich schon 33 oder so. Würde ich also gerne um etwas bitten. Könntest du dafür sorgen, dass der Erbe des Königs ein würdiger Nachfolger wird? Soll ich hinkriegen? Klar, Bruder. Also neuer König. Ich muss einen neuen König für diese Insel bestimmen, ja? Wild. Einfach. Am Ende bist du's. Locker easy. Locker easy bist du King. Warte mal. Erstmal mein Dings, mein Pokémon hier. Ah, ne, das wollten wir nicht. Das wollten wir auch nicht. Das auch nicht. Doch, das wollte ich. Luxio Level 33. Hier seht ihr, Leute. Zack. Entwickeln. Zulassen. Hell ja! Dum, 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 dum. Bam, Digga. Luxra sieht so krank geil aus, Digga. Huff! Wild. Jetzt erstmal allerdings ein bisschen hier Attacken verwalten. Laubklinge. Guck mal, Laubklinge haben wir sogar. Laubklinge ist da. Attacken verwalten. Knischer, Doppelschlag. Nee, scheiß drauf. Schon gut so. Sichlor, Attacken verwalten, Schwerttanz. Scheiß auf Schwerttanz, brauchen wir auch nicht. Hey, Attacken verwalten von Luxtra, Donnerwelle, Knirscher brauchen wir nicht. Oder doch Knirscher anstatt Biss, ne? Ja, safe, Knirscher anstatt Biss, besser. Tack. Dann hier Georock, ne? Der hat bestimmt ein paar dicke Attacken. Nö. Risikotackle. Aber kriegt man Damage, ne? Ja, 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 brauchen wir nicht. Scheiße, Risikotackle. Und Alpollo, was hat der? Fensteraura. Ne, läuft, läuft alles. Passt. Passt alles hier, weiter geht's. Dieses Pokémon ist auch eine Quest von mir, das ist wichtig. Erstmal fangen, yalla. Hey, lauf mal nicht weg hier, Kollege, bleib mal schön hier. Du gehörst mit meinem Pokédex, verstehst du? Bleib dir einfach weg, ich glaube, ich spinne. Okay, lauf ich erstmal nach rechts oder nach links? Nach rechts oder nach links, Leute?
Lass mal den Chat entscheiden. Da sag ich nichts zu. Paar Männer ich guck mal. Also ich muss auf jeden Fall hier zur Quest. Ah, ich laufe erstmal nach rechts. Erstmal questen. Ich laufe erstmal nach rechts. Rechts immer schwierig. Okay, wir laufen nach links. Ach du Scheiße, Tango Lost, Digga, Level Mund 40, Alter. Ich hau direkt rein, Digga. Dreh dich um, Kollege. Dreh dich um. Rechts so wie. Ach, scheiß drauf, Digga. Boah, Digga, Gott, 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 geht nicht. Bro, was er schreit. Ai, Junge. Okay. Let's go. Pinoscora gefangen. Oh, ich hab Minau die Tasche zugeschickt, also. Tangela gefangen, jawohl. Das wollte ich doch nicht machen. Ja, was ist das? Mutterpell. Ah, verfehlt dir, come on. Digga, Luftschild gibt mir One-Hit? What the fuck, als ob? Packst du mich ab, Alter, der Pisti. Eieiei. Boah, das ist so ein Kack-Pokémon, was immer direkt aggressiv wird. Ich hasse sowas. Ja, nice. Nice. Ah, bleib doch drin, Kollege Schnitschuh, Alter. Oh, ein Bummi, Digga, in Rot. Let's go, das müssen wir auf jeden Fall fangen. Ja, Bumi bleibt doch hin, ja. Bumi, ey. Bumi, bleibst du drin. Was geht ab, Sushi, moin. Ja, Bumi bleibt drin, ne? Ja, richtig so, Bumi. Da hinten ist irgendwas, was glänzt. Da muss ich erstmal hin. Yeah.
Alter, Tangela, du hässliches Vieh, Alter. Ey, scheiß auf dich, Mann. Scheiß auf dich. Muss mehr am Wasser langlaufen, Alter. Hier sind doch viele Wasser-Pokémon bestimmt. Seemob. Seemob ist schon mal ganz, ganz wild. Egal, müssen wir uns anschauen, Digga, sag ich so, wie es ist. Das Level, Digga. 50, das kann man, weil Reiser, Digga. Ja, Blizzard, hau rein. Ist am Arsch. Sicher ist am Arsch. Ja. Und direkt Badengang. Weg. Weg vom Reiser. Ganz schnell weg. Weg. Geil, dass wir meine Pokémon beleben, Alter. Weil so kann ich echt nicht in Quests reinschaden, Leute. Ja, so geht das nicht. Hatte jetzt PC-Teile bestellt, alles außer Grafikkarte, alles zusammengehaut, dann getestet, Mainboard kaputt gewesen, let's go, darf jetzt 2 Wochen oder so warten, bis sie umtauscht. Oh mein Gott, Digga, wie nervig. Puh, Dreh aber sauer, Alter. Vertrieben sauer. Boah, hier ist ein Maschok. Was ist effektiv gegen Stein? Oder das Kampf. Ich hab Flug, keinen Kampf. Flug ist gut, glaube ich. Nee, also Maschok ist Stein. Ja, aber Flug ist Flug gut, glaubst du? Maschok ist Stein. Ja. Ich glaube Wasser oder Maschok Blatt. Ist nicht Stein, Maschok ist Kampf, Bruder. Also, Maschok ist Kampf. Vielleicht Nein. Steinkampf, aber ne, ist Typ Kampf. Nicht mal Stein, ist nur Kampf. Will ich haben, Digga. Das versuche ich mir zu holen. Das versuche ich mir auf jeden Fall zu holen. Hört sich, geht absolut fit. Das holen wir uns. Und das hat krasse Werte, weil das diese Elite-Ding ist. Ja, Steinhagel, Digga. Oh mein Gott, da ja, One-Hit weg. Digga! Aua. Egal, Georock. Georock ist, glaube ich, gut. Guter Counter. Einfach das gleiche mit. Gleiche kämpfen, Digga. Steinhagel auch hier, yalla. Wird zwar nicht viel bringen, aber ein bisschen Leben weg. Ja. Digga, einfach auf hier das Ding. Nice, wichtig. Wichtig. Soll ich bei Gelb schon versuchen zu fangen? Das ist halt die Frage jetzt, ne? Komm, ein Sternschauer drück ich noch und ich hoffe nicht, dass er stirbt. Ja, nice. Schön rot. Sehr nice. Jetzt ein Superball und dann Yalla.
kommst da rein, glaub mir. Du bist da jetzt drinne. Ja, ist raus, na. Maschok wird wütend. Ja, Junge, laber nicht. Risikotackle. Hä, dann stirbt er doch jetzt, der Trottel. Digga, du bist so dumm, Maschok, Digga. Ich wollte ihn fangen, er macht Selbstmord. Digga, aber Junge. Markier dir doch die Stelle, weil das spawnt da ja wieder. So ein dummer Trottel, Digga. Und jetzt muss ich meine Pokémon einfach wieder... Scheiß drauf, ich benutze Beleber, hab keinen Bock zurückzulaufen, oder? Ist das weit? Nee, ich darf nicht weit kommen. Digga, einfach drei Pokémon down, ja? Und dann macht er Selbstmord, Junge. So ein Knecht, Digga, wirklich. Lange nicht mehr so was Dummes gesehen. Game lohnt absolut. Absolut. Warte mal, ich bin ja jetzt neu gespawnt, ne? Vielleicht ist er jetzt wieder da. Ich try nochmal zu spawnen. I will try my best. Hier sind viele kleine Mahalos. Mahalo habe ich aber schon. Husch, Digga, hat er mich geballert. Octillery, Digga. Schau mal. Eisstrahl. Warum kann der Eis, Digga? Junge, direkt wieder weg, Digga. Der knallt mich doch hier wieder weg, Alter. Junge, wie nervig sowas. Digga, das ist Pokémon, knallt mich hier weg, die Elitären. Digga, wie komme ich da überhaupt hin? Ich muss da hoch, ey, merke ich gerade. Ah, warte mal. Eventuell. Junge, nervt mich doch nicht, alter Verwalter. Wie nervig seid ihr, ihr Pisser, Alter. Hola, Erik. Kann man mit Kollegen Open World rumrennen? Tatsächlich noch nicht probiert, aber sollte irgendwann möglich sein, denke ich. Also ich weiß es nicht, ich kann es zum Verschlingen. Ich habe mich noch nicht erkundigt, um ehrlich zu sein.
Ich muss hier irgendwie raufkommen, ey. Die Frage ist nur, wie komme ich da rauf? Die Frage ist nur, wie? Wie komme ich da rauf, ey? Da komme ich rauf, glaube ich. Jo. Soll sie klappen. Ja, Mann. Aber jetzt so ein helles Burmi auch. Ne, Papinella, was für Omos. Wann habe ich... Ah, ich weiß, ich habe Angst, dass es stirbt, ey. Egal, Käfer gegen Käfer ist nice. Hauptsache nicht sterben. Nicht sterben, Bro. Wichtig. Wichtig. Bleib drin. Nice. Ich küsse doch deine Heads. Pikachu, ich muss es haben, Weißt du, was hier ist, Bruder? Togetic. Ich hab's getötet! Ach, Bro, ich bin traurig. Ich bin gebrochen, Digga. Ich hab einfach Pikachu getötet, Digga. Naja, egal. Ich find noch eins. Aber Pikachu sind so selten, ey. Ja, Mann. Ich hab auch nur das eine gesehen bis jetzt. Fuck, Mann. Gebrochen, Digga.
So eine fette Katze, Alter. Rana auf vom Pelclan. €60. Oh, da ist so eine Raumverzerrung, Digga. Die schon mal abgecheckt? Ja, ich bin da noch nie hingegangen. Raumverzerrung selber hingelaufen, irgendwo auf der Map, wo das auftaucht, ne? Nee, bin ich nicht. Ja. Nice. Nochmal, also wie nice. Ich weiß nicht, ob es wieder Samen gibt. Dort lebt er, alles klar. Ich muss auf die andere Seite jetzt. Moin, nix los. Da. Cross the map muss ich jetzt wieder. Guckt euch mir an, wie schön das ist, Leute, Digga. Juden. Warum ist dein Finger tot? Was ist da los? Oh, ein Vulpix, ein Vulpix, ein Vulpix. Digga, ich werfe es doch ab, Mann. Für über einen Monat nachgeschrieben. Junge, hör auf zu heulen. Ey, ich hab ihn nochmal angegriffen, ne? Cool, ich war, oder ist geflohen. Mann, ey, ich hab mich abgelenkt, wegen euch, Chat. Einfach Schuld auf Chat schieben, Digga, was soll ich sagen? Wie soll mal wieder ein Pikachu kommen? Ist aber nicht. Oh Mann. Ich war so blöd und hab's einfach getötet, Digga. Holla die Waldfee. Zurück, wir müssen zurück. Uiuiui, mein Mond, den wollen wir nicht angreifen. Junge, piss dich! Ich hab's doch gesagt, ich will dich nicht angreifen. Dich auch nicht, du hast mich vorhin schon weggeknallt.
Ein Griffel, Digga. Game sieht unnormal Baba aus und ist auch Baba. Das ist sein. Nein, nicht weglaufen, Griffel. Griffel, Griffel, ey. Du bleibst schön hier, Kollege. Kommst in mein Team, haben wir es verstanden. Digga, du Wichser, meine Pokebälle. Meine Pokebälle! Digga, die Pokebälle haben einfach nicht connected. Was war das für ein Buch gerade? Ja, du musst das bekämpfen wahrscheinlich. Nee, nee, und dann fangen. Bei manchen ist das so. Jetzt drin. Muss drin sein. Ja, da ist er. Ein Griffel kommt aus dem Baum, Digga. Halt die Fresse, Digga. Der Mie geht super. Dieses Pokémon hat ein Dings. Hat mich im Bann, sag ich euch so wie es ist. Weg mit dir, tschüss. Ah, Max, übrigens, man kann nicht sharen. Das hat bei keinem von uns irgendwie funktioniert. Na, na, sieh mal einer an, wenn das nicht Long Dong ist, so sieht man sich wieder. Was ich hier so treibe, ich befinde mich gerade auf fröhlicher Tafeljagd. Wie läuft die Sammlerei denn bei dir? Och, naja, was für naja, ich würde eigentlich schreiben, gut, diese Option haben die mir nicht mehr geboten. Du hältst also jedes Mal eine Tafel, wenn du einen König oder einen König bezwingst oder wenn dir ein Pokémon erlaubt, auf ihm zu reiten. Dabei muss ich wirklich an den Helden der Vorzeit denken. Weißt du? Ja, richtig, musst du selber holen. Eins und eins gut zusammengezählt, Max. Der, das ist einfach hier ein Griffelhügel. Wie cool ist das denn, Alter? Oh, das ist kein Griffel, das ist eine Nummer größer. Das holen wir uns aber. Ah, den hab ich schon gesehen, fuck. Lass fetzen, Alter. Entwicklung von Griffel. Ambidifil. Eisenschweif gibt er mehr, alles klar. Dann kriegst du jetzt ein schönen Dings. Donnerzahn kriegst du, oder? Oder Knirscher. Ne, du kriegst einen Knirscher, Digga. Oh, Digga. Polygon. Oh. Porygon einfach, Digga. Pokémon Pro Chapter. Ja, ich weiß ja nicht, was mit professionellen Turnieren ist, bestimmt Dings. Nur gegeneinander. Nice, ich habe einen Ambidiffel gefangen. Ich fange gerade einen Porygon. Das ist. Oh mein Gott, da habe ich auch noch. Ja, Mann. Das ist in dieser Zeitverzerrung war das. Ist aufgetaucht. Hey, das ist schon mal gut zu wissen. Heißt ja, dass da seltene Pokémon oder seltene Items liegen. Mhm. Deine Tasche ist voll, Digga, nice. Wir sollen mal hier eine Basis aufschlagen hier. Ein Besucher, ich komme sofort. Nur einen kleinen Augenblick. Moin Anna, danke für den Lurk. Oder bist du am Start? Ist nicht dein Lurk-Emote? Nee, hey. Sorry. Bruder, hier ist noch ein Evoli. Haha, bin da.
mein Mitglied der Galaktik-Expedition, das eine Elisenflöte dabei hat, dann musst du Long Dong sein. Gross. Wie man mich einfach immer erkennt, ey, heftig. Frühstücken? Es ist 3:30. Was für Frühstück? Unmöglich? Ich werde dir erklären, was ich meine. Die Zutaten habe ich da. Aber der nächste Schritt ist für mich einfach zu viel. Das ist dieses Pokémon, das bei Dunkelheit fangen muss. Erzähl mir mehr. Du willst es echt wissen? Bist du etwa lebensmüde? Na gut, es ist Zwirklop. Puh, ich kriege es schon mit der Angst zu tun, wenn ich seinen Namen nur ausspreche. Den Zutaten musst du mit Zwirklops Finsteraura die richtige Würze verleihen. Alles klar. Ups. Achso, eine Uhr. Zwirklops. Zwirklop. Der arme, er hat Trauma von Zwirklop, Digga. Eine Raumzeitverzerrung bahnt sich an, aber ich muss meine Pokémon erstmal regenerieren. Und meine Tasche ausleeren, ey. Ja, ich habe 8 Pokémon gefangen, richtig. Sogar 8 verschiedene, Digga. Nice. Let's go! Yeah! 3 Sterne Mitglied, ich kann auf Level 4 aufsteigen. Erstmal Forschung fortsetzen, oder? Ich bin sofort wieder da. Wild. Wild, wild, wild. Hi, Ayan, was geht? Zirklop auch, glaube ich, so ein grauer Geist. Spoiler doch nicht, Digga. Ich bin noch so Oldschool-Dings. Pokémon, warte mal. Erstmal muss ich back. Ist die Sniper K stärker als die Schweizer? Die K ist konstanter als die Swiss, aber die Swiss ist auch krank. Check YouTube, Papa. Ist beides auf meinem YouTube. Ich muss echt mal ins Dorf zurückkehren, weil ich muss meinen vierten Stern abholen. Und dann klatschen wir Zwirklop. Nee, kenne ich nicht Zwirklop. Ich kannte nicht mal Dings. Luxio. Bammelin kannte ich noch, okay, aber das ist einer der Standard halt. Was denkst du? Ja, bei ist. Ich mag die Swiss mehr.
Bam! Neuer Mitgliedsrang. 4. CX9 habe ich noch nie gespielt. Eine Zentnerwelle. Die Anleitung zur Herstellung eines Zentnerballs. Alles klar. Hypertränke, auch sehr nice. Nice. Zentnerbälle, alles klar. Warte mal, ich guck mal jetzt, wie so ein Zentnerball aussieht. Eine verbesserte Version des Schwerballs, alles klar. So, ab zu Zirklop. Zirklop-Petzen, da sehe ich mich. Hier ist ein Bammelin. Ich hoffe, das ist auch größer als 80 cm, Digga. Sonst fetze ich dich, Junge. Come on, Digga, Bammelin, Alter. Du willst halt nicht One-Hit fetzen, so, wisst ihr, was ich meine? Ah. Ohne Ananas? Ups. Hä? Ja, mit Ananas. Ah, ich muss, warte mal. Schiffswrack, das war irgendwo hier, ne? Warum laufe ich hier wieder hoch, Alter? Ich kann... Yeah, er fliegt halt across the map, Digga, verpiss dich. Armux Level 44, tschüss. Uff. Machen kaputt. Ja, normal mache ich ihn kaputt. Ich hole jetzt hier Dings Bojelin raus und dann knall ich ihn die ganze Eisen hin.
Also was heißt ein ganz Zeit? Einmal und dann ist er weg. Bin ja eigentlich nur hergekommen, um den da hinten zu fangen. Komm her, komm her, komm her. Digga, doch nicht beide gleichzeitig. Seid ihr hässlich, Digga. Erstmal du, Junge. Kramux! Ja, die Weiterentwicklung habe ich schon tatsächlich gefangen. Digga, Bro. Seejung. Seejung will ich haben, Alter. Komm ran hier. Komm ran hier. Ah, komm her, lass fetzen, komm her. Lass uns fetzen. Dann ist gut. Ja, sogar als elitäres Pokémon, also das mit den roten Augen. Er macht Erholung, Digga. Seejung. Fetzack, Alter, er liegt einfach am Strand. Eisstrahl, ja, nice. Was haben wir noch Schönes? Ah, Sternschauer. Einfach nochmal Sternschauer. Komm. Der pennt doch eh gleich. Dann machen wir nochmal Sternschauer rein und passt das. Ein Volltreffer. Ne? Ja, let's go. Aquavelle. Okay, aber trotzdem. Gegen Wasser, aber er hat doch Eisstrahl. Ja, Much. Ja, ich glaube, ich mache. Ah, einfach mal Luxtra kommen. Eisstrahl ist sehr effektiv auf Luxtra. Ah, ich weiß. Aber ich fange ihn jetzt. Weißt du, ich fange ihn jetzt einfach direkt. Du Wichser. Mach mal Akku. Alter. Bleib drin, Junge, bleib drin. Ja! Let's go! Ich werf dann Pokéball geben, Digga. Manchmal werf ich so unnötig Pokéball weg, das ist unfassbar, Mann. Weil du die gegen die Sachen schmeißt, ja, und so. Ja, ja. Digga, passiert mir auch die ganze Zeit. Habe ich schon Rotzbomi? Egal, ich klatsch's einfach weg, scheiß auf. Warte mal, ich glaube nicht, Bruder. Ah, grün ist das, was im ersten aus der Dings kam immer und. Scheiß auf, Digga, weg damit. Ja, Mann, Parasect gefangen. Let's go. Oh, ist ein Togepi.
auch das stolze Vieh. Ja, es ist einfach weg wegen dem verfickten Staravia, Junge. Was nervst du denn, Digga? Hier, freu dich einen Keks, wie du one-hit wirst, Junge. Alter. Hier. Er hat einfach one-hit bekommen. Aber er macht einfach Selbstmord. Digga. Einfach wieder Beleber benutzen, nice. Aber dafür habe ich ja zum Glück genug, ne? Also passt das. Evoli, ich guck jetzt mal. Digga, warum treffe ich das nicht? Komm her, lass fetzen. Scheiß drauf, Digga. Digga, ich kann nicht mehr werfen, Alter, Junge. Ein Plauderguy, alles klar. Was sollen wir denn machen? Psyana, Nachtara, Flammara wäre eigentlich geil. Weil ich noch kein Feuer im Team habe. Ja, wäre nice. Oder Felinara ist auch geil. Kann dich noch gar nicht. Ich auch aber nicht. Dafür muss ich dem eine Fee-Attacke beibringen. Beziehungsweise es muss eine Fee-Attacke lernen. Das kannst du. Auf deinen Nacken habe ich geworfen. Bleib drin. Plauderguy, nice. Ja, ist eine Schatztruhe. Aber keine. Uiuiui, Memo, Digga. Er will mir Risikotackle geben. Verpiss dich. Oh, ein Star. Das muss ich fangen. Das muss ich fangen. Komm her, lass fetzen. Lass fetzen, komm, Digga. Staraptor, Alter. Nice. Angst, dass ich ihn aber wegklatsch. Ja, machen wir erstmal eine Wasserwiese. Ich glaube, mit Ice Heap brauche ich ihn One-Hit. Ah, kann er 5-2 miteinander angreifen? Ja, okay, ich gebe ihm einfach Ice Heap. Scheiß drauf. Gut. War ein guter Plan. Guter Plan gewesen. Nachtara immer noch die schönste Weiterentwicklung von allen Evoli. Nachtara? Ich kenne wirklich nur Aquana, Blitzer und Flammara.
Und Nakara Rest... ist die mit dem, die schwarze mit dem Mond auf dem. Digga, noch nie gesehen, ich schwöre. Die ganzen Evolis, ich bin richtig, also ich bin richtig oldschool, Digga, Pokémon, Jungs. Aber ich finde Felinara auch brutal geil. Nicht sehr effektiv, komm, mach ihn wenigstens rot. Wenigstens rot. Nice. Jetzt kein Ruheort und dann passt das. Wehe, du machst Ruheort. Aeroart. Ein Volltreffer. So. Hauen wir uns jetzt erstmal einen Superball. Psyana, Nachtara, Fulipopa, Felinara. Kenne ich alle gar nicht. Nice. Ich habe einen Staraptor gefangen. Let's go. Da sehe ich mich doch. Entwicklung möglich. Entwicklung möglich. Entwicklung möglich. Warte mal, jetzt irgendwo so noch so ein Päckchen, das muss ich einsammeln. Dann da. So, passt auf. Und jetzt machen wir die Entwicklung, Digga. Die Entwicklung, nicht irgendeine Entwicklung. Die, Leute, die Entwicklung. Wir entwickeln mein Arboretos. Let's go. Yeah, boy. Let's go. Boah. Digga. Ein Arboretos hat sich zu einem Silvaro entwickelt. Der fette Bautz auf Stufe 3. Richtig, der Gummiball, der Gymnastikball hat es geschafft. Stopp, einmal so. Attacke verwalten, weil der Drillingspfeile. Guck mal, jetzt Kampf um Pflanze. Soll ich Drillingspflanze-Dings mitnehmen? Weil Luft mache ich jetzt natürlich weg, ist klar, ne? Aurasphäre. Tief aus dem Inneren des Anwenders löst sich ein kraftvoller Stoß Aura-Energie. Diese Attacke trifft garantiert. Soll ich Aurasphäre und Drillingspfeile mitnehmen, anstatt Luftschild oder Aeroas? Ich habe ja Sichlor. Ja, ne, ich glaube, ich mach das. Wo ist denn, Digga, irgendwo muss doch... schön irgendwie. Digga, warte mal, habe ich die Quest irgendwie nicht richtig gelesen? Fange ein Zwirklopp im schaurigen Welkwald und bringe es zum Haus von Suzuki. Achso, ich bin schon viel zu weit. Ja, moin. Egal. Auch nice. Level 36, mein Freund. Du bist der dreistufige Bautz. Alles richtig gemacht. Und schauriger Welkwald. Zwirklopp. Ich bin im schaurigen Welkwald, oder nicht? Vielleicht muss Nacht sein oder so? Ja, muss hundertprozentig Nacht sein. Ist doch klar, Digga, ich Trottel. Meine Fresse, wie dumm, Alter. Wartet mal. Ist doch klar, dass es nachts... Achso, mein Pokémon darf ich nicht sehen.
Komm, wollen wir mal die neue Attacke erstmal ausprobieren. Ihr Aurasphäre. Nicht sehr effektiv. Oh Manu. Ah, wir flüchten, wir flüchten, wir flüchten. Let's go, ich habe einen Baldorfisch gefangen. Ich habe noch nicht ein Wasser-Pokémon gesehen, Digga. So, jetzt hört auf, mich alle hier zu sehen. Bin versteckt. Kuss.